begrüße euch zu unserer PowerPoint zu dem Thema Folienübergänge. So, zuerst öffnet ihr PowerPoint. Nachdem ihr die Applikation geöffnet habt, fügt ihr eine Folie hinzu. Für den nächsten Schritt klickt ihr auf Übergänge. Dann könnt ihr einen Übergang eurer Wahl nehmen. Wie das genau geht, zeigen wir euch in einem folgenden Video. Da ihr jetzt genau wisst, wie man Übergänge einfügt und benutzt, haben wir noch ein paar Tipps für euch. Ihr sollt nicht viele verschiedene Übergänge und keine grellen Farben benutzen, weil es nur von eurer Präsentation ablenkt. Vielen Dank, dass ihr unsere Präsentation angeschaut habt. Wir hoffen, dass ihr jetzt versteht, wie man Folienübergänge benutzt. Für Fragen wendet euch an eure Lehrperson.